Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurelda.de. Ich möchte euch wieder hier eine Musterlösung vorführen zu einer Aufgabe, die ihr bei uns im Aufgabenkatalog gefunden habt. Wir sollen zeigen, dass wenn ich eine Funktion habe, f von x ist gleich Sinus a mal x, wenn ich die 2n mal ableite, also geradzahlig ableite, dann kommt genau das hier aus, minus 1 hoch n mal a hoch 2n mal Sinus a von x. Das ist natürlich eine vollständige Funktion über n. Wir beginnen in dem Fall mit n gleich 1. Was bedeutet das? N gleich 1, dann steht hier oben f zweifach abgeleitet. Das heißt, ich muss diesen Term hier zweimal ableiten. Also die erste Ableitung davon mal bestimmen. Sinus abgeleitet gibt Cosinus von a von x mit Kettenregel, also innere Ableitung a mal Cosinus a von x. Und das Ding nun ein zweites Mal ableiten. Nun, Cosinus abgeleitet gibt Minus Sinus a von x. Innere Ableitung ist wiederum a, ein a haben wir noch, steht hier also a Quadrat. Vergleichen wir das mit hier oben. Wenn ich hier für n gleich 1 ansetze, steht hier 1 minus 1 hoch 1 gibt Minus, wunderbar. A hoch 2, a Quadrat, stimmt auch. Sinus a x stimmt. Wir haben es also den Induktionsanfang gezeigt. Nun gehen wir über zur Annahme. Wir sagen also, angenommen, das gilt für ein beliebiges, aber festes n. Also das da oben, einfach wieder abgeschrieben. Dann soll es auch für n plus 1 gelten. Das nennt man jetzt die Induktionsbehauptung. Also soll auch das hier die 2 mal n plus 1 Ableitung von der Funktion soll dann sein minus 1 hoch n plus 1 mal a hoch 2 n plus 1 mal Sinus a von x. Nun, wie machen wir das? Naja, gucken wir uns das genau hier an. Was steht hier eigentlich? Hier steht nichts anderes als die 2n plus 2 Ableitung von x. 2n plus 2 heißt, ich muss dieses Ding hier oben zweimal ableiten und sollte dann auf das hier kommen. Also leite ich es erst einmal ab. Also, wenn ich das hier ableite, nein, hier überall kein x drin, das heißt, das Einzige, was ich ab, was interessant wird, ist das Sinus ax. Das heißt, ich brauche Kettenregel, das heißt, es gibt einen Vorfaktor. A, Sinus abgeleitet, gibt Cosinus, dann steht da also minus 1 hoch n mal a hoch 2 n mal Cosinus a von x mal ein a aus der inneren Ableitung. Wenn ich das jetzt zusammenschreibe, steht hier minus 1 hoch n mal a hoch 2 n plus 1 Cosinus ax. Das muss ich jetzt ein zweites Mal ableiten, also das hier berechnen. Das ist schlussendlich genau das, was wir eigentlich zeigen wollen, also die 2n plus 2 Ableitung unserer Funktion. Wir müssen das hier ableiten. Genau gleiches Spielchen mit der Sinus abgeleitet, gibt minus Cosinus abgeleitet gibt minus Sinus. Das heißt, wir haben minus mal minus, minus 1 mal minus 1 hoch n mal a hoch 2n plus 1 mal die innere Ableitung 1 a mal Sinus a von x. Müssen wir noch ein bisschen zusammenfassen. Minus 1 mal minus 1 hoch n. Hier steht minus 1 hoch n plus 1. Das kann man auch zusammenfassen. Also a hoch 2n plus 2 mal Sinus a von x. Wir sollten auf das hier kommen, damit der Beweis fertig ist. Naja, ihr seht schon, 2n plus 1, wenn ich das ausmultipliziere, steht genau das da. Also unser Beweis ist fertig, wir können ein Kästchen drunter setzen. Nun, schaut mal auf www.lyrelda.de vorbei, dort gibt es noch viele weitere Aufgaben. Viel Spaß!